Mein erster Tipp ist, fragt euch in jedem Schritt, den ihr entscheiden müsst, ob ihr die Herausforderung klargestellt habt, ob ihr wertfreie Ideen generiert habt, ob ihr dann diese Ideen zu Lösungen entwickelt habt, bevor ihr in die Umsetzung geht. Also macht diese 4 Schritte. Es macht total viel Sinn. Guckt auf meiner Website, da sind die Schritte beschrieben. Das ist wirklich, wirklich wichtig, um Zeit und Geld zu sparen und einen guten Prozess zu haben. Und das kann man sehr leicht einfach ja, mitnehmen. Die zweite Frage ist, der zweite Tipp ist, arbeitet nie allein. Holt euch immer Feedback. Wir sind gemeinsam besser als allein, jeder von uns. Und der dritte Tipp ist tatsächlich, hört nicht nur auf euren Kopf, sondern